Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wie in der letzten Folge werden wir diese Folge wieder etwas herstellen, aber diesmal eine Bandage Girl und kein Cube of Meat. Dafür musste ich hier diesen Raum, Tatsache, dreimal rerollen, deswegen ist auch die ganze Ebene schon gemacht. Ich habe zum Glück eben noch eine Batterie im Shop kaufen können. Ansonsten habe ich schon eine Bandage Girl bekommen, weil der Boss glücklicherweise Famine war. Glücklicherweise, da hatte ich noch gar nicht mein Buch, aber es war Famine und der hat uns einen Ball der Bandagen gegeben. Und jetzt sind wir hier und hier wäre noch die Stopwatch, die ich mir allerdings nicht leisten kann, es sei denn, ich würde hier aufspringen, aber dafür bin ich einfach mal zu geizig. Und sonst habe ich noch dieses komische Item, dass ich überall rüberlaufen kann und ja, alles kaputt machen kann. Deswegen habe ich auch ein Leben mehr. Gut, ja. Ziel heute ist es halt, eine super Bandage Girl herzustellen, so wie gestern, nur halt in die andere Richtung. Ja, schön, oder? Dann hätten wir das nämlich auch hinter uns und könnten auch endlich alle Items finden. Das wäre ganz cool. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil ich ziemlich, ziemlich müde bin. So richtig, richtig müde. Ich hatte 3,5 Stunden Schlaf. Und verfall schon die ganze Zeit in Sekundenschlaf. Also wenn ihr irgendwie mal ein paar Minuten nichts hört, dann oder ein paar Sekunden, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich gerade wieder eingenickt bin. Ich bin auch eben, als ich hier das Book of Revelations gesucht habe, auch ein paar Mal eingenickt für so ein paar Sekunden. Das ist echt schlimm. Naja, erstmal eine Helderpille bekommen. Das ist doch schon mal was Gutes. Sogar mitten im Raum bin ich einmal. Das ist irgendwie blöd. Ich muss gleich erstmal ein Mittagsschläfchen halten. Ach ja. Aber solange ich noch reden kann, jetzt haltet ihr mich quasi wach. Dadurch, dass ich hier rede. Dadurch werde ich jetzt wacher. Hoffentlich. Genau. Und ansonsten werden wir halt wieder auf Angel Deals gehen. Also quasi genauso wie gestern, nur halt in die andere Richtung. Finde ich auch gut, dass wir jetzt sofort ein Ball der Bandagen bekommen haben. Das ist ganz cool. Denn wir hätten ja auch einen Cube of Meat bekommen können. Aber laut der Wiki, laut dem Wikipedia-Eintrag zu... Ne, nicht Wikipedia, halt dem Wiki von The Binding of Isaac. Da stand, man kann trotzdem beides bekommen. Also den Cube of Meat und... Wow, das war knapp. Und Baldermandagen gleichzeitig. Und das wäre natürlich auch schlecht, wenn das passieren würde. Das heißt, das hoffen wir einfach auch mal nicht. Und besiegen hier erstmal die Spinnen, die irgendwie schneller vorkommen als sonst. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach so richtig müde bin, dass sie jetzt schneller erscheinen und mein Hirn nicht so schnell ist. Das ist allgemein schon nicht so schnell und jetzt ist es noch langsamer. Von daher nochmal Entschuldigung, wenn mir irgendwelche Wörter nicht einfallen oder ich weniger sag oder ich einfach wegnick. Kann alles passieren heute. Joa. Noch ein Herzchen. Wir haben keine Schlüssel, um irgendwie mal in den Shop zu gehen. Ja, okay. Dann gehen wir halt weiter. Wir können ja zum Glück überall einfach durchgehen. Überall, wo wir wollen und von Spinnen getroffen werden. Oh, das macht Spaß. So habe ich das gern. Guck mal, jetzt haben wir sogar 15 Münzen. Jetzt will ich auf jeden Fall in den Shop. Mit 15 Münzen? Auf jeden. Was geht denn? Wir gehen gleich in den Shop. Au. Okay. Bandage Girl Ding. Greife ihn an. Sehr gut. So. Bin ich auch mal gespannt, wie Super Bandage Girl aussieht. Habe ich noch nie in diesem Spiel gesehen. Auch nicht bei irgendjemand anderen. Deswegen, das wäre voll die Premiere. Bin ich echt mal so ein bisschen gespannt. So, da wäre schon mal der Boss. Haben wir schon den goldenen Raum? Ja, allerdings kein Schlüssel. Okay, wir brauchen also Schlüssel für den goldenen Raum und für den Shop. Joel. Heißt also zwei Schlüssel. Gut, hoffentlich finden wir noch zwei. Ein paar Ebenen, oder ja, ein paar Ebenen, ein paar Räume haben wir ja noch. So. Okay, Bomben. Noch mehr Geld. Oh, wow. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie mal Schlüssel. Komm schon. Dieser Raum gibt uns Schlüssel. Irgendwie. Nicht noch mehr Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Schlüssel. Steine kaputt trampeln. Pow, 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 pow. Na gut, dann nicht. Hätte ja mal ein Schwarzmarkt unter sein können. Aber wo kriegen wir denn jetzt einen Schlüssel her?
Vielleicht im Geheimraum oder hier. Könnte hier auch Schlüssel drin sein? Ich weiß es gar nicht. Pillen. Vielleicht eine Bombsaki-Pille. Luck up. Okay. Wir könnten in die Arcade gehen. Das ist eine gute Idee, oder? Ich glaube, in die Arcade gehen ist eine gute Idee. Oh, ist aber eine schlechte Arcade. Schade. Oh. Der Galpenny kann einen 10 Münzen geben. Okay. Was auch immer. So. Tja. Ich brauche kein Geld. Ich hätte ehrlich gesagt gerne einen Schlüssel. Okay, also in den in den Shop kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein. Suchen wir noch kurz den Geheimraum. Der wird wohl hier sein. Wäre auf jeden Fall logisch, genau. Mit wieder nur Geld. Okay, scheint ein Geldmann zu sein. Wenn wir jetzt diese Brille finden, die einen stärker macht, wenn man mehr Geld findet, dann ist alles top. Sonst nicht. Wir haben ganz viel Geld. Wir könnten es spenden, aber ja, nö. Bin ich halt zu faul zu. Hallo, Pin. Und mir wurde gesagt, wie ich das auch letztes Mal eigentlich schon rausgefunden hatte, dass halt in... Naja, das war eine Vermutung von mir. Also jetzt ist es offiziell, in jeder zweiten Ebene kann man nur einen Reiter finden. Und deswegen ist das jetzt Pin, obwohl wir unser Buch eingesetzt haben. Jo. Jo, jo. Sonst hätten wir noch viel zu viele Räume, dann wäre das ja gar keine Herausforderung. Aber so kann noch ganz viel schief gehen. So. Noch ein Damage-Up, perfekt. Das hat uns noch gefehlt. Und da wir auf Angel Deals gehen wollen und dieses Item sowieso nicht so gut ist, der Auto-Turret, gehen wir einfach mal raus. Und wir sind wütend. Wir sind wütend, weil das ein Pin war und kein Reiter. Wir wollten gerne einen Reiter haben. Okay, ich merke aber, wie ich jetzt gerade wieder wacher werde. Voll cool. Guck mal, man muss einfach nur labern und dann ist man wieder wach. Ah. Das ist doch was Schönes. So, Full Health. Perfekt. Cool. Okay, irgendwie ist das schon ganz schön Glück hier. Wir sind ein bisschen langsamer wegen dem einen Lebensitem, das ich in der ersten Ebene eingesammelt habe, was ihr nicht gesehen habt, was ich aufgesammelt hatte. Dafür kann ich hier halt überall rüberlaufen und habe Angst vor diesen Fliegen. Shit. Nein. Aber wir kriegen Schlüssel. Cool. Und da ist noch ein blauer Stein mit noch einem Damage-Up. Okay. Okay, okay. Wie viel Schaden haben wir? 3. Oha. Jo, hat sich eh schon gelohnt. Für 3 Herzen auf jeden Fall. Und wir haben 82 blöde Münzen. Ja, komm, wir geben unser Trinket mal ab. Wir brauchen nicht mehr Münzen. Ich glaube, das ist unnötig. Wieso ist jetzt alles sichtbar? Macht das Trinket, das alles sichtbar ist? Das glaube ich nicht. Oder doch? Gibt es irgendeinen Träneffekt, der alles sichtbar macht? Hä? So, Kane's Other Eye. Oder dieser Triple Shot. Beide schlecht. Ich nehme keine Augen mehr mit. Diese Augen sind immer schlecht. Beziehungsweise halt Judas anderes Auge ist nicht wirklich gut. Also braucht man nicht. Und Triple Shot mag ich nicht. Von daher muss ich die beiden nicht mitnehmen. Oha. Au. Noch ein Schlüssel. Okay. Geht bergauf mit uns. Geht bergauf. Wir werden jetzt zum Schlüsselmeister so langsam. So, was haben wir hier? Oh, Fireweight Up. Das hat uns auch noch gefehlt. Jetzt haben wir also viel Schaden. Naja, geht so Schaden. Und einen guten Train-Output. Und wir sind klein wegen dem Mushroom. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder normal groß, ja. Schade. Ich bin gern so klein. Im echten Leben bin ich auch nicht so groß. So, was haben wir hier? Eine Leiter, einen Schlüssel. Also wir können uns ja eigentlich alles kaufen. Komm. So, kommen wir das auch noch. Die Pille auch noch, weil wir Luck up hatten. Jo, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, das behalten wir und den Rest spenden wir. Bis 30 oder so oder bis halt der Automat streikt. Ich habe noch nicht mal meinen Satz richtig ausgesprochen und der streikt schon. Blöd, mein Automat. Yay, wir sind wieder klein. Und wir sind wieder groß. Oh. So, hier können wir einfach rüberlaufen. Die ist ganz cool mit der Leiter eigentlich. Wenn man noch nicht fliegen kann.
Hilft dann auf jeden Fall in einigen Situationen gut weiter. Kriegen noch ein. Okay, wir werden wirklich zum Schlüsselmeister. Das ist ja total awesome. Asume. Avesom. Truhe, Herzchen. Hallo Herzchen. Hallo Boos. Hallo Pestilens. Gut, der gibt uns dann hoffentlich unseren zweiten Ball of Bandages. So. Ball of Bandages ist eh viel cooler als Super Meat Boy eigentlich. So. Und wenn wir nicht getroffen werden, dann kriegen wir wahrscheinlich sogar einen Angel Deal. Oh, weia. Okay, noch ein Ball of Bandages. Leider kein Devil oder Angel Deal. Was ich ein bisschen schade finde. Aber dafür haben wir jetzt unsere kleine Bandage Girl. So ein bisschen. Die auch Tränen verschießt. Aber bessere Tränen als der gute Isaac. Als der gute Isaac. Als der gute Super Meat Boy. Denn Bandage Girl verschießt pinke Tränen. Und pinke Tränen machen coole Sachen. Ich habe gerade den Effekt der Tränen vergessen. Charme, Charme. Die machen, glaube ich, Charme. Okay, irgendwie funktioniert das nicht bei dem kleinen Wurm hier. Scheinbar stehen Würmer nicht auf Bandage Girl. Das finde ich ein bisschen traurig. Arme Bandage Girl. Aber okay, was will man machen? Oh. Nein, wieso hast du mich getroffen? Meine schöne Chance auf Devil Deals. Beziehungsweise Angel Deals. Denn uns fehlt ja noch der Godhead. So, wir können nicht fliegen. Oh nein, wir haben Curse of the Maze. Oh. Wenn man hier echt zu schwach ist, um beim ersten Durchgang gleich einen zu töten, dann verliert man auf jeden Fall immer Leben. Aber egal, wir haben unser Book of Revelations und kriegen sogar auch so noch blaue Herzen. Also alles im grünen Bereich. Alles in Buddha. Buddha. So. Genug Schaden machen wir auch auf jeden Fall. Und das ist alles schön. Alles super Tüfte. Noch mehr Geld. Oh mein Gott, wir werden einfach viel zu reich. Ich würde gerne mein ganzes Geld gegen irgendwas eintauschen. Ich brauche kein Geld. Oder halt diese eine Brille finden. Dann wäre ich auch schon zufrieden. Was haben wir hier? Vielleicht ein Gabi-Item? Ne, eine Super-Treubombe. Okay, ein paar Schlüssel sind auch schön. Das ist eher nicht so schön. 2, 4, 5 Leben für 2 Leben eingetauscht. I can see forever ist allerdings wieder schön. Okay, hat sich gelohnt. Vor allem liegen hier noch überall genug Herzen rum. Und wir wissen, wo der Boss ist. Da oben ist der Shop. Okay, dann müssen wir anscheinend doch nochmal in diesen blöden Stachelraum rein, wo ich garantiert Leben verlieren werde. Weil ich immer noch nicht weiß, wie ich da ohne Leben zu verlieren rauskommen soll. Aber gut. So. Hä? Eben haben wir doch kurz Ach so, das ist wahrscheinlich wirklich irgendein Mushroom-Effekt. Dass man die Map irgendwann mal sieht. Aber dann auch nur für einen Raum. Alles merkwürdig hier. Das ganze Spiel ist merkwürdig. So. Ah, oh, da hat man eben den Charme-Effekt kurz gesehen. Au. So, da haben wir den goldenen Raum. Raum. Achso, und wenn die gecharmt sind, dann greifen die, glaube ich, sich gegenseitig an die Gegner. Was auch sehr schön ist. Und wir kriegen noch einen Damage ab. Oh mein Gott, wie groß sind die jetzt? Hä, die sind ja gar nicht viel größer geworden. Immer noch nur 3. Ich dachte, das wäre ein heftiges Damage ab. Dieser Mushroom. Egal, wir ernähren uns nur noch von Pilzen. Ist tatsächlich so. Wir haben bisher 3 Pilze. Wir haben als Twinket einen Pilz, wir haben einen Fire-Up-Pilz. Fire-Weight-Up-Pilz. Und wir haben ein Damage-Up-Pilz. So, hier haben wir noch den Geheimraum, wo leider wieder kein Item drin ist, wie immer. Richtig merkwürdig. Den springen wir mal in die Luft. Wir haben ja genug Bomben. Und genug Geld auf jeden Fall auch. Und dann können wir hier durch und verlieren hoffentlich keine Leben. Wir sind ein bisschen schneller. Okay, cool. Da war der Effekt mal gut. Und die wollen alle knuddeln. Ist das nicht süß? Und wie auch immer ich da eben keine Leben verloren habe, ich find's gut. Noch ein Okay, wir kriegen jetzt wirklich viele Schlüssel. Gefällt mir. Hoffentlich ist der Raum... Ja, der ist offen. Und eine Batterie. Eine Batterie und noch eine Batterie. Wir nehmen alle Batterien mit. 9 Volt. Warum nicht? Das Herz kaufen wir uns auch. Die Pille auch. Lack ab. Warum nicht? Oh. Da können wir uns nicht kaufen.
Die Batterie wird uns nichts bringen, das blaue Herz wird uns nichts bringen. Also, gehen wir einfach mal Richtung Bossileinchen. Macht Bandage Girl eigentlich auch Berührungsschaden? Ja, okay. Bandage Girl macht auch Berührungsschaden. Das ist cool. Gut, dann Gertie. Genau, konnte eh kein Reiter sein. Ich vergesse das immer wieder, obwohl ich es weiß. So. Ich glaube, den kann man besser ausweichen, wenn man hier unten ist. Glaube ich tatsächlich, weil er nur auf eine Seite dann schießt. Okay. Ich hätte gern einen Angel Deal. Treff mich doch nicht so häufig. Blöd, Mann, Gertie. Ach so, stimmt, den muss man ja von oben eigentlich besiegen. Na egal. Wir kriegen auf jeden Fall unseren Angel Boom, wo hoffentlich Gottheit drin ist. Nee, es ist The Soul. I am all. Oh, ups. Stimmt, wir können da ja rüberlaufen, ganz vergessen. Okay, es ist wieder der Weiße, also wieder der Schwache, der nur in eine Richtung schießen kann und sonst nichts macht. Von daher alles in Grünbereich. Und dann zielt er nicht mehr auf uns. Ach, das ist schlecht. Das ist schlecht. Au, oh, was? Nein, tut uns nicht weh. Oh mein Gott. Was? Da kann doch ein zwei. Ah! Oh nein, wir werden sterben. Oh nein. Ah. Na gut, ein Schlüsselkey. Ist also wieder die Chance höher auf noch ein Angel Deal. Das ist schön. Ich finde Angel Deals toll. So, wir waren im Shop, wir waren im goldenen Raum. Wir haben sonst alle Geheimräume gefunden. Also in die nächste Ebene rein. Oh, die Zeit läuft uns davon. Kriegen wir wohl höchstwahrscheinlich nicht den Boss Rush. Hier wäre, okay, könnte sich lohnen, eventuell aber auch nicht. Man weiß es immer nicht. Achso. Pow. Oh. Okay, da war ein Heiligenherz bei. Hat man an dem gehört. So. Du weg, du weg. Du gibst uns doch ein blaues Herz, oder? Oder warum? Nee, was? Der gibt uns gar nichts, obwohl er blau ist? Sei blöd, Mann. Okay, schauen wir mal hier rein. Zwei Kistis. Ein Gabi-Item wahrscheinlich. Mal gucken, welches. Gabi's Tail. Okay, finde ich cool. Vorhin haben wir 7 Schlüssel. Das sollte erstmal noch lang. So, würde mich gerade mal interessieren, wenn die diese, wie heißen die jetzt wieder? Den Charme-Effekt haben. Ob dann die Laser sich gegenseitig wehtun. Das hätte ich gern mal gewusst. So, erstmal einsetzen. Okay. Eine Donation-Maschine, die wir nicht befüllen können, ist auch okay. Hilfe. Ach stimmt, wir haben The Soul. Das heißt, alle Projektile von uns werden abgewehrt, beziehungsweise fliegen die halt an uns vorbei. Das ist eigentlich cool. The Soul ist schön. Ich mag The Soul. So, aber wir bräuchten eigentlich den Godhead, ist halt die Sache. Damit wir alle, dann müssen wir nie mehr in Angel Deals rein, obwohl Angel Deals, nee, eigentlich sind Devil Deals meistens besser. Und Devil Deals sind viel häufiger irgendwelche Damage-Ups drin, deswegen mag ich die eigentlich mehr. Aber dafür kriegt man die Angel Deals halt auch umsonst. So hat alles seine Vor- und Nachteile. Ob das jetzt nur eine gute Idee ist, hier 2 Schlüssel einzusetzen, weiß ich nicht. Aber ich hab's getan, ich hab's getan, es tut mir leid. Und wir kriegen, was? Juicy? Ah, Juicy Sack ist das. Juicy Sack hieß das, nicht Spider Baby. Das dachte ich ja in der letzten Folge. Juicy Sack, okay, ja cool. So, was haben wir hier? Sharp Pluck können wir eh nicht einsetzen. Blank Card ebenso wenig. Oder funktioniert das auch damit? Nö. Okay, funktioniert halt wirklich nur mit Karten. Mit Karten. 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 So heißen die Dinger. So. Was macht der Juicy Sack eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der macht diese Spur, dass sie halt langsamer werden, wenn sie... Hilfe. Wenn sie nah genug an uns rankommen.
Und irgendwie spawnt das wohl auch Spinnen. Ich weiß nur nicht wann. Naja. Vielleicht jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten. Könnte gut sein. Okay, der Boss müsste genau wieder ein Reiter sein. Es ist sogar War und nicht der Headless Horseman. Das ist gut. Das heißt, wir werden gleich das erste Mal die dritte Form von Bandage Girl sehen. Die habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Oh. Da ist noch ein blauer Stein oben. So, ich hoffe, wir sind schnell genug. Andernseits, nein. Ach nee, ich möchte trotzdem meinen Angel Deal. Gib mir bitte trotzdem meinen Angel Deal. Okay, danke. Ball of Bandages. Und, wie sieht sie aus? Genauso wie Super Meat Boy. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Und The Mind. Toll, jetzt sehen wir alles. Holen wir uns noch den... Okay, ich sollte das wirklich wegsprengen. Ich sehe es ja ein. So. Ach ja, dann macht die wahrscheinlich auch genauso viel Schaden wie Super Meat Boy. So. Können wir auch zum Mega-Satan, wenn wir wollten. Und dank The Mind sehen wir jetzt auch, wo die ganzen Geheimräume sind. Und von daher sieht das irgendwie recht niedlich aus, wie wir diesen Katzenschwanz um uns rumtragen. Vor allem, wenn wir so klein sind. Das finde ich witzig. So, Range Up, nochmal Range Up. Ich glaube, das war eine Health Up. Nee. Tears Up, Luck Up. Wow, wir haben nur gute Pillen. Krass. Ist echt krass. So, in diesen Raum will ich ehrlich gesagt nicht... Obwohl, warte. Ich kann hier einfach so durchgehen. Haha. Ich habe ja eine Leiter. So. One Up. Yay. Item gefunden, das wir noch nicht hatten. Vor einem Geheimraum. Soll richtig selten sein. Habe ich gefunden. Perfekt. Haben wir noch ein zweites Leben. Oh, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Gut, dass wir The Mind gefunden haben. Geil. Okay, dann fehlt uns nur noch Missing No. Und allgemein sogar nur noch 4 Items. Geil. Geil, geil, geil. Finde ich gut. Also im Geheimraum nur noch Missing No. Dann fehlt uns noch der Godhead in irgendeinem Angel Womb. Maggie's Bow in einem goldenen Raum. Den haben wir auch schon. Also den können wir finden. Und dann halt noch die Superbandage, die wir jetzt versuchen auf jeden Fall herzustellen. Wir versuchen es. Das ist unser Ziel. Deswegen wollen wir eine Super Bandage Girl herstellen. Und ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass man dadurch keine Errungenschaft bekommt. Aber tut man doch. Tut man doch. Genau. So. Zumindest hoffe ich. Doch, man kriegt dafür eine. Sonst würde mir nicht irgendwie eine Errungenschaft fehlen. Au. Und ich wüsste nicht, welche. Von daher müsste man dafür eigentlich eine Errungenschaft bekommen. So, denn mir fehlen ja nur noch, glaube ich, 3 Errungenschaften. Nämlich einmal eine Super Bandage Girl herstellen. Dann alle Items finden und dann halt noch Wheel Platinum Gott. Das ist dann die letzte. Ja, und dann habe ich das Spiel durch. Bis zum DLC dann halt. Das DLC kommt ja auch noch. Da kommen ja dann auch neue Errungenschaften dazu. Eisenaxe Herz. Lieber nicht, weil ich dann öfters getroffen werde. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So, die müsste eigentlich auch gut sein. Full Health, ja. Can't see forever. Brauchen wir eigentlich nicht. Nehmen wir noch den Schlüssel mit. Und die Batterie. Ja. Ja, 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 ja. Au, oh, wow. Da wurde ich ein bisschen rangezogen. Der hat sau die Anziehungskraft. Guck mal, ich muss nur hier stehen und werde schon angezogen. Das ist... schon heftig, wie so ein kleiner Planet. So, im Notfall haben wir halt noch unsere Full-Health-Pille, wenn wir zu viele Leben irgendwie verlieren sollten, was ich einfach mal nicht hoffe und auch nicht glaube. Aber kann ja alles passieren. Los, töte dich selber, du liebst dich. Oder uns, oder wen auch immer. Irgendwen liebst du, also töte dich. Du darfst nicht lieben. Okay, wir müssen diesen komischen Umweg hier laufen. Öde. Aber okay, für den Sieg. Für den Sieg tun wir das. So, wir sind, glaube ich, in der Marm-Ebene, ja. Nach 27 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. So, das heißt, in dieser Ebene werden wir natürlich Marm bekommen. Und in der nächsten Ebene müssen wir dann noch einen Reiter bekommen, der hoffentlich nicht Conquest ist. Sonst würden wir halt Super Bandage Girl nicht herstellen. Das ist eine Safety Cap, aber unsere ganzen Pillen sind sowieso schon viel zu gut.
Da brauchen wir nicht noch eine Safety Cap. Obwohl, Safety Cap hat sich ja verändert in diesem Spiel. Denn, oh. Safety Cap bringt hier, also bei Rebirth, Hilfe, nicht, dass alle Pillen nicht schlecht sein können, sondern, dass einfach nur mehr Pillen droppen. Glaube ich. Also so habe ich das jetzt in Erinnerung. Leider wieder kein Gabi-Item, schade. Aber okay, dieser kleine Abstecher da von einem Raum, das kann man ruhig mal machen. Los, Bandage Girl, töte es alle, töte alles. Hängt ein Man, okay. So. Jetzt kriegen wir hier noch ein paar Gegner. Kriegt man bei denen eigentlich Berührungsschaden? Ich glaube schon, oder? So, ich hoffe jetzt nur, dass nicht das letzte Herz zählt für einen Angel-Raum oder so. Dass das irgendwie blau sein muss oder so. Das wäre nämlich blöd. Au, hä? Hä? Was habe ich da eben getroffen? Okay, Verwirrung. Verwirrung. So, der soll gleich hoffentlich nicht kommen. Headless Horseman. Wenn der... Ach nee, der kann gar nicht mehr kommen. Conquest soll gleich nicht kommen. So war das. 48 Stunden Energie. Okay, das war unnötig. Egal. Und? Hallo Mutti. Die blaue Version. Wie geht's dir? Los, Bandage Girl, du musst alles töten. Alles, was uns zu nahe kommt. Sehr gut. Ah, Bandage Girl, Hilfe! Bandage Girl, Hilfe! Oh nein! Jetzt bin ich fast gestorben. Habe ich leider keinen Angel Deal bekommen, weil ich getroffen wurde. Naja, macht nichts. So, in dieser Ebene, das ist jetzt die... Oh, vom PXL sogar. Okay, es ist ein normaler Boss. Heißt also, es ist auf jeden Fall nicht Mr. Fred oder wie der heißt. Ich glaube, der heißt Mr. Fred. Denn der kann nur in Double Trouble Room sein. Also in so einem doppelten Raum. Und deswegen das einzige... Oh. Das Einzige, was es halt noch sein könnte, ist Conquest. Wenn das Conquest ist, dann wäre richtig blöd. Oh, guck mal. Ein Goathead bringt uns jetzt leider nichts mehr, aber wir haben ihn. Und wir müssen uns einmal treffen lassen. Deswegen lassen wir uns einmal treffen. Wow, das war schwieriger als gedacht. So, damit wir unser Buch einmal einsetzen können. Und es ist Death. Yes! Schon wieder einfach mal den ersten Versuch beide freigeschaltet. Nice. Ich glaube, Death... Oder kann Dead? Nee. Ich glaube, nur Conquest kann sein. Sein Pferd droppen, oder? Er lässt, glaube ich, tatsächlich. Oh, wir könnten noch einen Super Meat Boy bekommen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Jetzt, wo ich es gesagt habe, kriegen wir den wahrscheinlich. Nope. Perfekt. Wir haben eine voll ausgereifte Super Bandage Girl. Und dadurch haben wir auch die Bandage freigeschalten. Nice. Gleich beim ersten Versuch beide freigeschalten. Das ist richtig gut. Das ist echt mehr als richtig gut. Geil. Und dazu noch den One-Up gefunden. Und jetzt finden wir noch Missing No. Schade. Hätte ja sein können. Geil. Okay, dann das heißt, wir können alle Items finden. Denn nur weil wir jetzt die Bandage Girl hergestellt haben, können... Hergestellt, das klingt irgendwie negativ. Egal. Ist ja so. Wir haben sie erschaffen. Wir sind dein Erschaffer, Bandage Girl. Weil wir sie jetzt halt... erzeugt haben, keine Ahnung, zusammengekleistert haben, können wir jetzt die Superbandage finden, auch in goldenen Räumen oder bei Bossen. Und das ist toll. Aua, das heißt, wir müssen tatsächlich nur noch... Oh mein Gott, hör mal auf, au. Yo, treffen die mich einfach dreimal. Ist okay. So, wir können eigentlich nah dran stehen bleiben, weil wir haben ja The Mind und The Soul. Die kommen einfach nicht an uns ran. Ist schon witzig. So, guck mal, noch ein Angel Room. Cool. Kann man hier eigentlich den Engel auch aufsprengen? Das probiere ich mal aus. Ja, Tatsache. Was kriegt man dann? Gar nichts, oder? Oder kriegt man dann vielleicht noch ein Item? Das wäre cool.
Nö. Nur ein Trinket, aber wir wollten sowieso nach oben, also von daher passt das. Ja, fehlt uns wirklich nur 4 Items. Missing No im Geheimraum, Godhead im Angel Room, Maggie's Bow im goldenen Raum und die Superbandage auch im goldenen Raum oder Boss. Guck mal, passt doch. Alles toll. Wir kommen wie Platin, oh Gott, immer und immer näher. Yay. Missing No, Missing No, Missing No. Oh. Na gut, ein Item in einem One ist schon okay. So. Wenn wir jetzt noch irgendwie ein Gabi-Item finden sollten, dann würden wir sogar Gabi sein. Was wir allerdings nicht bräuchten. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Und mich würde mal interessieren, ob ich jetzt die Bandage Girl auch schon finden kann. Die Super Bandage Bandage. Die Super Bandage. Da, du hast mir die Super Bandage beschert. Ich liebe dich. Dafür bringe ich dich jetzt um. Nett, oder? So wie eben auch schon. So. Denn dann könnten wir eventuell in der Chest auch die Super Bandage finden. Das wäre richtig nice. So. Okay, das ist doch alles schön. Au, da. Super Bandage Girl. Greif an. Greift sie schon an? Okay, sie greift an. Und sie macht guten Schaden. Fast so wie Blue Babies Only Friend. Ach ja, das war auch eine schöne Zeit. Mit Blue Babies Only Friend. Noch mehr Geld. Das ist, was wir brauchen. Ganz viel Geld. Da, der kam zum Glück nicht. Der hat uns alles vernichtet. Der Headless Horseman. So. Was haben wir hier? Ein schwarzes Herz. Warum nicht? Und dann auf zu Isaac. Bam, 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 bam. Der uns nicht treffen kann, weil wir The Soul haben. Das ist so lächerlich. Okay, er kann es doch treffen. Gehen wir kurz mal ran, damit Bandage Girl mit angreift. Oh, es kann doch treffen. Okay, wir weichen ein bisschen aus. Oh. Oh nein, ich bin hier nicht sicher. Okay, da bin ich sicher. Au, ey. Nicht angreifen. Yay. Bin der perfekte Ausweicher, ohne in die Ecke zu gehen. Ich kann's. Hier bin ich sicher. Sag ich. Lol. Voll easy. Wer muss schon in die Ecke gehen, um diesen komischen Strahlen auszuweichen? Ich kann zwar den ganzen Tränen hier nicht ausweichen, aber dafür kann ich den Strahlen perfekt ausweichen. Yay. So. Hallo Chest. Wie geht's dir so? Okay. So, der Schlüssel öffnet da. Ist auch nett. Oh ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Investigation Shot ist immer gut. Tech 5 auch. Das schießt ab und zu. Und damit kommen wir überall rein. Ist auch nicht schlecht. So, Boss ist da unten. Boah, macht die viel Schaden. Zwar nicht so viel wie in unserem letzten One, aber trotzdem nice. So, ich glaube, wir werden nicht gegen Mega-Satan kämpfen. Oder vielleicht doch. Ich wüsste nicht, warum. Wir haben ihn letzte Folge gemacht. Wir brauchen ihn diese Folge nicht. So. Missing No vielleicht? Nein? Okay. Schade. Au. Macht dieses Tech 5 eigentlich und schwächer? Auf jeden Fall sehen wir cool aus. Oh, mit diesen Spinnenzähnen, die wir haben und der Brille und der Kopfbedeckung sehen wir richtig aus wie ein Hipster. Yay. Wir sind der kleine Hipster. Kommt mir nämlich gerade ein bisschen so vor, als wenn wir schwächer geworden sind.
Aber wir haben unsere Bandage Girl. Und einen Full Health Pill haben wir auch noch. Also alles kein Problem. So, wir kommen jetzt am besten zum Boss. Oh nein. Oh, die werden zu schnell sein für uns. Obwohl. Ach stimmt, wir haben unseren komischen Sack. Ja, wir haben einen Sack. Yay. Was haben wir hier? Könnt schlecht sein. Egal. Perfekt. Einfach stehen bleiben. Wenn er einen Eimer trifft, dann einfach noch stehen bleiben. Das ist mal das Beste. Hallo. Okay. Und hallihallo. Wie geht's denn so? Oh nein, wie soll ich nur diese ganzen Tränen abfangen? Vielleicht mit meiner Seele vielleicht. Ich muss nur darauf achten, dass ich gleich mal die Pille einsetze, wenn ich auch einmal getroffen werde. So, spawn doch noch ein paar Fliegen, dann kriege ich nämlich ein paar Spinnen. Okay, irgendwie ist unser Schaden nicht so toll. Aber es langt. Da, mit vollem Leben haben wir das geschafft. Volle Leben. Oh, hallo Bandage Girl. Du bist größer als ich. Ich kann leider keine Freundin annehmen, die größer ist als ich. Tut mir leid, ich bin doch erst 11. Siehst du das nicht? Wir sehen aber schon witzig aus. Okay. Perfekt. Dann haben wir also freigeschalten. Einmal Bandage. Also wir haben die Errungenschaft bekommen für Super Bandage Girl. Und wir haben die Super Bandage freigeschalten, die wir jetzt auch nur noch finden müssen. Das heißt, 4 Items finden. Dann haben wir Wii Platinum Gott und haben alle Errungenschaften in diesem Spiel freigeschalten. Bald ist es soweit, Leute. Bald. Und dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bedanke mich nochmal dafür, dass ihr mich jetzt wach gemacht habt. Ich bin jetzt wirklich voll wach. Hui! Jetzt muss ich kein Mittagsschläfchen mehr halten. Yay! Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss!